ein großes Thema in meiner Sprechstunde sind Geschwisterrivalitäten. Die Anzahl der Familien mit mehreren Kindern in meiner Praxis ist größer geworden. Das heißt, Familien haben jetzt häufig mehr als ein, zwei Kinder, eben auch drei, vier oder fünf Kinder. Und besonders interessant wird es, wenn dann die Familien mit all den Kindern gemeinsam in die Praxis kommen. Und dann passiert natürlich häufig das, was zu Hause auch passiert. Die Kinder streiten sich um das Spielzeug. Und natürlich möchten die Eltern, dass einigermaßen Ruhe ist und dass eben dieser Streit nicht zustande kommt, weil sie möchten ja auch, dass ihre Kinder gut aussehen beim Doktor und sie als Eltern gut dastehen mit ihren Erziehungsqualitäten. Und deshalb ist immer der Versuch, hier regelnd einzugreifen und dafür zu sorgen, dass dieser Streit tatsächlich abgedämpft wird und nicht zustande kommt. Allerdings in dem Moment, wo Eltern beginnen, den Streit abwürgen zu wollen, wird er natürlich größer, weil die Kinder versuchen hier die beste Position bei ihren Eltern einzunehmen. Das heißt, ich will der Wichtigste für meine Eltern sein und deswegen muss ich auch am lautesten sein. Und so eskaliert häufig der ganze Streit, der mit Kleinigkeiten begonnen hat. Und natürlich wollen die Eltern regeln, also werden sie immer eines der Kinder oder dann nachher zwei mit Namen benennen und ihnen sagen, Paul, hör jetzt auf damit. Der so Angesprochene wird den Teufel tun, damit aufzuhören, weil dann hört ja die Aufmerksamkeit auf, die Mama oder Papa der Situation und dem Kind gibt. Also eskaliert die ganze Geschichte und dann muss Mama auch noch den Emil regeln und spricht dann auch noch mit dem Emil. Also Paul und Emil, seid endlich still, hört endlich auf. Das ist kontraproduktiv, weil sich jedes der angesprochenen Kinder auf der einen Seite eben reglementiert fühlt und schlecht bewertet fühlt, auf der anderen Seite das andere Kind, das nicht mit Namen angesprochen wurde, das Gefühl hat, aber mich hat Mama nicht so lieb, weil mich spricht sie nicht an. Und der Effekt ist, das, was man verhindern wollte, den Konflikt zwischen den Kindern, also das Gefühl zu erzeugen, dass einer besser ist als der andere, dass das
verhindert werden sollte, also die Rivalität herabgesetzt werden sollte, dass das das Gegenteil bewirkt. Die Kinder fühlen sich stärker wieder als Rivalen, wenn sie direkt mit Namen angesprochen werden. Und sie müssen dann wieder stärker kämpfen. Wie kann man anders damit umgehen? Das mache ich meistens den Eltern vor, indem ich, wenn es mir zu laut wird, deutlich sage, ihr werdet euch einig. Manchmal muss man das mehrfach wiederholen. Ihr werdet euch einig. Dann gucken die ganz komisch. Aber erstaunlicherweise ist sofort Ruhe und sofort beginnen die Kinder sich tatsächlich zu einigen. Weil das ist eine klare Aufforderung, die ich, wenn man so will, auch in dem Moment aus dem Bauch heraus gesagt habe. Also mit einer entsprechenden Stabilität, aus dem, wenn man aus dem Bauch heraus spricht, spricht man ja mit einer anderen Kraft und Autorität, und das akzeptieren die Kinder. Und dann ist Ruhe. Und wenn auch die Eltern das so schaffen, und in der Zwischenzeit haben ja doch die meisten Eltern das bei mir so gelernt, dann kriegen sie das auch bei sich zu Hause so hin. Und auch die Bemerkung, wenn ihr euch nicht einig werdet, dann geht der eine in das Zimmer und der andere in das Zimmer. Dann spielt ihr nicht mehr miteinander. Ist eine Geschichte, die die Kinder sofort umsetzen, weil nicht miteinander spielen ist ja nicht das, was sie wollen. Sie wollen ja miteinander spielen. Und deshalb geht das häufig ganz schnell, dass sich die Geschichte regelt, indem man einfach nur deutlich sagt, ihr werdet euch einig.